Sarah ist unheimlich ehrgeizig. Also sie ist zu uns gekommen vor circa 2 Jahren. Und ja, man hat schnell festgestellt, dass sie regelmäßig trainieren möchte, dass sie was erreichen möchte. Und ich denke, das zeichnet sie aus, also auch im Training. Sie ist sehr ehrgeizig. Wir haben sehr schnell festgestellt, dass sie im Läuferischen sich wohlfühlt, im läuferischen Bereich sich wohlfühlt. Und dann haben wir sie ja da ein bisschen aufgestellt in die Richtung. Und da haben wir gemerkt, dass sie da unheimlich viel Motivation und Ehrgeiz mitbringt. Doch wer jetzt denkt, dass Sarah Lorraine Rieck eine Hochleistungssportlerin ist, der irrt. Sie ist die amtierende Miss Bayern und Miss Exclusive Deutschland und das alles mit gerade mal 19 Jahren. Sport ist für mich sehr wichtig. Ich mache eigentlich jeden Tag Sport, weil ich einfach, ja, als Model hat man ziemlich viel Stress den ganzen Tag über und abends bringt es einen runter, nimmt den Stress und man hat einfach mal ein bisschen Zeit für sich zu sein, sich auszupowern und es tut unglaublich gut. Neben der Schule ist Sarah Lorraine auch Fotomodell, weshalb sie oft auf Reisen ist. Doch damit hat sie kein Problem, denn schon in ihrer frühesten Kindheit wohnte sie in Malaysia, Korea und Schweden, bis sich schließlich ihre Eltern in Sirkenstein niedergelassen hatten. Hold on, brother, hold on, the road is long, we're on stony ground, and I'm strong and you ain't heavy. Hier ist für sie Heimat und hier findet sie die nötige Entspannung in ihrem hektischen Leben. Allerdings denkt sie hier auch über ihre Zukunft nach. Studieren spielt dabei eine große Rolle und nicht der Ruhm der Welt. Auch wenn viele Menschen ihr sagen, wie schön sie ist, denkt sie selber doch ganz anders darüber. Kein Mensch ist perfekt und ich fühle mich in meiner Unperfektheit pudelwohl. Neben der Schule, dem Modeln und dem Sport gibt sie auch noch Klavierunterricht. Und das am liebsten bei ihren Bekannten, die schon fast zur Familie gehören. Musik ist für Sarah Lorraine eine richtige Leidenschaft und die teilt sie sehr gern. Als Gegenleistung bekommt sie außer der moralischen Unterstützung auch immer wieder den ein oder anderen guten Rat. So auch bei der Bewerbung zur Misswahl. Ja, sie ist da angesprochen worden und so hat gesagt, Sarah, sei vorsichtig, das ist immer so eine Sache, du bist ein bildhübsches Mädchen und da gibt es auch viele Gauner in der Rubrik. Und dann hat sie aber dann, auf einmal kommt sie und jeder andere wird sagen, oh, ich gehe zur Misswahl und sonst irgendwas. Sarah kommt und sagt, ich bin Miss Bayern. Dann sagt, was? Gänsehaut kriegt man? Und dann geht's weiter. Und weiter heißt in diesem Fall Miss Exclusive of the World. Doch denkt sie auch über die Schattenseiten der Branche nach. Ein junges, hübsches Mädchen wird da schnell als Spielball benutzt. Es gibt klar Mädchen, die um jeden Preis Model sein möchten und dann immer dünner werden und diesem Schönheitsideal nacheifern. Aber ich denke zum Beispiel gerade bei mir merke ich auch, dass ich weiß, wo meine Grenzen liegen und ich weiß, welches Risiko ich für meinen Beruf oder eben für das Model-Dasein jetzt eingehen möchte. Und man muss dann eben differenzieren, möchte ich das wirklich und um welchen Preis möchte ich das. So denken wir, dass Sarah Lorraine Rieck ihren Weg geht. Wie dieser jedoch aussehen wird, bleibt vorerst offen. Wir jedenfalls drücken ihr fest die Daumen.